Mit dem neuen Bürgergeld werden sich viele in Zukunft fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt, arbeiten zu gehen oder sich einen neuen Job zu suchen. So ist es beispielsweise ein fatales Signal, dass mit dem neuen Bürgergeld diejenigen, die arbeitslos sind, in Zukunft sehr viel weniger Mitwirkungspflichten bei der Vermittlung in einen neuen Job haben werden. Innerhalb der ersten 6 Monate soll es bei Pflichtverstößen beispielsweise gar keine Leistungskürzungen mehr geben können. Dabei zeigen Statistiken ganz klar, die ersten Monate sind entscheidend, um wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen.